Hi, wir schauen uns heute drei Dinge an, die mich auf Fotowettbewerbe über die Fotografie gelehrt haben. Dazu sei aber gesagt, dass ich bisher eher selten selbst an diesen Wettbewerben teilgenommen habe, aber sie sehr gerne verfolge, größtenteils aus Neugier, aber halt auch aus Inspirationsgründen. Und wir schauen uns jetzt hier im Speziellen die Hasselblad Masters 2023 an, wobei man die Grundkonzepte wahrscheinlich auf relativ viele Bereiche übertragen kann, aber die Hasselblad Masters halt insbesondere eine Kamera verlosen und noch 5.000 Euro on top dazu. Das heißt, hier ist halt ein Wettbewerb, wo man nicht nur für die Prestige mitmacht, sondern tatsächlich auch einen Mehrwert davon hätte als Fotograf, wenn man dann gewinnt, was natürlich die Qualität der Fotos in der Einsendung erhöhen wird. Und du siehst hier, die Masters haben 6 Hauptkategorien: Architektur, Kunst, Landschaften, Porträts, dann Project 21, was Fotografen sind, die jünger als 21 Jahre sind, und dann halt Streetfotografie als letztes Genre. Die erste Sache, die mir aus den Wettbewerben aufgefallen ist, dass Fotografie außerhalb von Grenzen existiert, die wir ganz gerne setzen. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel die Landschaften anschauen, du kannst hier momentan, ist eine öffentliche Abstimmung, das heißt, du kannst hier im Zweifel sogar mitmachen und für dein Lieblingsfoto mit abstimmen. Und du hast hier immer ein Portfolio aus 3 verschiedenen Bildern. Und was mir halt hier direkt ins Auge gefallen ist unter den Finalisten, ist dieses Portfolio hier. Weil ich im ersten Moment gedacht habe, dass man das aus dem Fenster von einem Campervan fotografiert hat. Und dann beim genaueren Betrachten ist mir aufgefallen, dass das so ein bisschen eher aussieht, als ob das Zugfenster sind und man halt eher mit dem Zug irgendwie verschiedene Landschaften fotografiert hat. Aber auf jeden Fall war ich extrem fasziniert davon, weil die Fotos, die du hier siehst, nicht unbedingt das sind, was ich direkt mit einer Landschaft und Landschaftsfotografie verbunden hätte. Also natürlich, du hast jetzt hier auch eher die klassischeren Motive, auch wenn ich hier jetzt diese Farbverläufe extrem cool finde, die sich hier durch die Bilder durchziehen. Und mir auch hier nicht teilweise ganz sicher bin, ich glaube, das hier müssten irgendwelche Schneewehen sein, das hier sind, glaube ich, Bäume, aber das hier, keine Ahnung, Wolkenformation oder so. Aber auf jeden Fall sind das jetzt schon mal Fotos, die ein bisschen mehr in Richtung dieser klassischen Landschaftsfotografie gehen. Aber mein Punkt bleibt ja dabei, ich finde das faszinierend, wie Leute teilweise hier outside the box gedacht haben. Und jetzt auch hier diese Bilder von den Tierwäsche-Sachen, ich finde, das ist eine super coole, kreative Idee, die jetzt vielleicht noch nicht mal die krassesten Fotografie-Skills benötigt. Aber dieser kreative Aufwand, überhaupt erstmal die Idee zu haben, das in ein Foto zu verwandeln, das finde ich echt faszinierend. Und hat mir halt irgendwie gezeigt, dass ich mich zu häufig wahrscheinlich versuche, in eine eigene Definition reinzubringen. Dass ich sage, ich bin Streetfotograf, das heißt, ich muss die und die Motive aufnehmen. Und ich halt jetzt hier beim Durchgucken von diesen Finalisten teilweise Fotos gesehen habe, wo ich gedacht habe, so, was für eine coole Idee, und halt schon irgendwie versucht habe zu überlegen, wie ich das irgendwie für meine eigene Fotografie auch umsetzen kann. Und das führt mich zu meinem zweiten Punkt, dass es eigentlich so gut wie nie Fotografieregeln gibt, die du wirklich zuverlässig anwenden kannst. Also ich meine, du kannst ja einfach mal den Spaß machen und hier einfach durch die verschiedenen Fotos durchblättern und überlegen, wie oft irgendwelche Regeln zum Bildaufbau zum Beispiel verwendet wurden. Also jetzt hier zum Beispiel die Gesichter von den 2 Frauen. Ich könnte jetzt nicht ad hoc sagen, welche Regeln zum Bildaufbau wir haben. Insgesamt finde ich, ist das aber ein interessantes Foto. Ich kann dir jetzt auch nicht spontan sagen, ob ich das Foto mag oder nicht mag, aber ich kann dir vor allen Dingen sagen, dass du so ein Foto nicht erhältst, wenn du immer nur zur goldenen Stunde fotografierst oder immer nur die Drittelregel anwendest. Oder auch im Architekturbereich. Hier haben wir ein Fotoset, wo man eindeutig sieht, dass die ziemlich stark bearbeitet worden sind. Und dann hast du ja immer die Fotografen, die dir erklären wollen, dass Bildbearbeitung irgendwie ganz böse ist und dass man seine Bilder nicht bearbeiten darf. Und das, obwohl wir jetzt hier einen Wettbewerb haben, wo man eindeutig sieht, dass einfach extrem viel Bildbearbeitung in die Fotos eingeflossen ist. Und es geht mir jetzt nicht darum, dass die Fotos besser sind als deine oder meine Fotos, aber es geht mir darum, dir zu zeigen, wie groß dieser Auswahl an Fotografie ist und dass du eben nicht alles in so eine enge Definition oder Regelwerk einquetschen kannst. Und das führt mich auch zu meinem letzten Punkt, dass Fotografie definitiv mehr Kunst als Handwerk ist. Und das ist mir vor allen Dingen aufgefallen, als ich mir die Streetfotografie-Kategorie angeguckt habe. Einfach, weil ich da das größte eigene Interesse habe, weil ich ja selber oft Street fotografiere. Aber mir ist beim Durchblättern von diesen Fotos hier aufgefallen, wie wenige ich davon tatsächlich ansprechend finde, also vom Bildaufbau ansprechend finde. Ich finde, die sind zwar interessant bearbeitet, aber jetzt das hier ist irgendwas, damit kann ich jetzt persönlich nicht viel anfangen. Ich finde, das ist einfach nur eine
gewisse Bildbearbeitung hat, also einen sehr filmischen Look, einen sehr kontrastarmen Look. Dann gibt es auch noch ein anderes Fotoset weiter unten, das einen sehr ähnlichen Bearbeitungsstil hat, also auch sehr kontrastarm. Aber in dieser Street-Kategorie war eigentlich das hier so das Fotoset, das ich noch mit am interessantesten und ansprechendsten fand. Aber viel anderes war halt auch so, wo ich gedacht hätte, okay, wenn ich das jetzt selber aufgenommen hätte, hätte ich mir jetzt nicht irgendwie groß was bei gedacht und das bestimmt auch nicht bei einem Contest eingeschickt und vor allen Dingen dann noch erwartet, dass ich damit gewinnen könnte. Aber genau das unterstützt ja meinen Punkt. Ich will jetzt gar nicht sagen, das Foto ist gut und das ist schlecht, aber ich bin mir sehr sicher, dass ich andere Fotos ansprechend finde, als du wahrscheinlich ansprechend findest. Wie gesagt, ich bin super fasziniert von diesen Fenster-Landschaftsfotos, weil ich finde, das ist so eine kreative Idee, auf die ich selber niemals gekommen wäre. Und ich weiß nicht, ob ein Landschaftsfotograf sich einfach an den Kopf fassen würde und sagt so, was für ein Schmutz, so damit kann man nichts anfangen. Und das ist für ihn nicht das, was die Landschaftsfotografie ausmacht. Und keine der beiden Seiten hat jetzt am Ende auch mehr Recht als die andere. Genau weil Fotografie eben mehr Kunst als reines technisches Handwerk ist. So, und das waren meine drei Lektionen aus Fotowettbewerben. Vielleicht habe ich auch einfach nur eine Ausrede haben wollen, um ein bisschen über die Fotos da zu quatschen, aber ein paar von diesen Aufnahmen, die ich dir gezeigt habe, fand ich selber extrem inspirierend und haben meinen eigenen Kopf extrem zum Rattern gebracht. Lass mich an sich aber gerne hören, was du zu dem Thema denkst. Falls du neues Fotoequipment brauchst und mich und den Kanal unterstützen möchtest, kaufst du das über einen der Links in der Videobeschreibung. Ansonsten hoffe ich, hat dir das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, mach's gut.